Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert bis zu dieser Folge, aber ich war auf dem Jakobsweg, habe ihn auch geschafft, den kleinen erstmal zum Anfang. Und es war eine wirklich tolle Erfahrung. Da habe ich auch noch eine Weile drüber nachgedacht, würde ihn auch sofort wieder gehen. Und er hat mir auch wirklich was gebracht. Ich hatte ja gesagt, ich kann mich nicht mehr fühlen, ich bin nur noch traurig. Fühlen konnte ich da wieder. Also da gab es so viele Erlebnisse. Wahnsinn, was ich alles fühlen konnte. Und teilweise kann ich schon auch jetzt wieder fühlen, was vorher nicht möglich war. Ich habe auf diesem Jakobsweg auch viele Menschen kennengelernt, die wirklich sehr, sehr nett waren. Das war für mich wichtig, weil ich durch meine Erfahrungen in den letzten Jahren extrem misstrauisch geworden bin. Gut, okay, man muss bedenken, alle sind natürlich in einem Ausnahmezustand, ist klar, und es sind oberflächliche Kontakte. Ich weiß es natürlich nicht, wie das wäre, wenn ich da länger Kontakt und intensiveren Kontakt im normalen Alltag zu diesen Menschen hätte. Aber für den Jakobsweg war es einfach eine total tolle Erfahrung. Ein totaler Kontrast zu all dem oder zu vielen Dingen, die ich in den letzten Jahren erlebt habe. Aber das ist auch ein schöner Einstieg, wenn ich sage, diese Kontakte, die man da sieht, oder wenn du so auf der Straße läufst und die Menschen, die du siehst, und die lächeln dich freundlich an, ja, klar, das tun die und können die tun, weil sie dich nicht groß kennen. Das ist alles an der Oberfläche, da zeigt man sich immer von seiner schönsten Seite. Also die meisten, ne? Es gibt natürlich so ein paar Exemplare, die finden das toll, wenn man sich von der schlechten Seite zeigt. Aber ich rede mal von Otto Normalverbraucher, der möchte möglichst gut dastehen. Und wenn ich jemanden nur flüchtig kenne, kann ich mich da auch sehr gut darstellen, sehr nett, sehr freundlich, dass der andere denkt, ach, die ist aber toll und nett und kompetent und bla bla. Ne. Anders sieht das dann natürlich aus, wenn man jemanden näher kennt. So ist das übrigens auch mit unseren Liebsten, ich sag mal Liebsten, ja, mit dem Täter. Das Problem ist meistens, dass der sich nach außen hin unheimlich gut darstellen kann. Das weißt du selber, sonst wärst du ja auch nicht auf ihn reingefallen oder auf sie. Ja, das ist oftmals so, dass ich bleibe jetzt mal wieder bei mir, er total hilfsbereit war. Super freundlich, super lieb, super nett. Also, wo man denkt, boah, das ist aber ein toller Kerl. Also, ich denke mal, wenn du ihn mal so im Vorbeigehen oder kurz treffen würdest, würdest du denken, nee, das kann nicht sein. Das ist aber netter. Außer du hast eine wirklich total gute Menschenkenntnis. Der über Jahre erarbeitet oder so, irgend so ein gut funktionierendes inneres Gefühl. Aber die Menschen in meiner Umgebung, Nachbarn, Freunde, Bekannte, die waren total hin und weg von ihm. Also total. Und das ist das Problem, was du und ich haben, nicht wahr? In meinem Fall hatte ich das. Du hast das vielleicht noch, sonst würdest du nicht gucken. Oh, das beschäftigt dich. Die Menschen, der Mensch, der uns zu Hause am nächsten steht, zu Hause, mit dem wir zu tun haben, von denen kriegen wir Seiten zu sehen, die Nachbarn, Freunde, Bekannten, Eltern natürlich nicht zu sehen bekommen, in den seltensten Fällen. Und von daher ist es sehr schwierig, gerade richtig schwierig, wenn man sich da mal zur Hilfe durch bringt, jemanden um Hilfe zu bitten, dass der einem auch glaubt. Und da denke ich mal ganz, ganz speziell an die Frau, die bei uns im selben Haus gewohnt hat, unten. Hatte ich ja auch schon mal erzählt, die wohnte da mit ihrer Tochter und ihrem Sohn. Und eben, ich weiß nicht, vielleicht war die auch ein klein bisschen verliebt in ihn oder ja, sie hat sich auf jeden Fall täuschen lassen. Was ich bei ihr besonders enttäuschend fand, war, dass sie selber schon so eine Beziehung mal gehabt hatte. Ganz, ganz schlimm. Ja.
Und gerade sie mir das nicht geglaubt hat, als ich mich dann zu ihr nach unten geflüchtet habe und mir gewünscht hätte, dass sie mich irgendwo hinfährt, im Frauenhaus, sonst was, ja, sagt sie zu mir, dass sie mir nicht glaubt. Das ist ja schließlich so netter und ja, das redet mir dann noch ein, dass ich diejenige bin mit dem Problem. Klar hatte ich Probleme, gebe ich zu. Hatte ich. Ich hatte meine Depressionen und die waren teilweise richtig schlimm. Aber also so eine verschobene Wahrnehmung hatte ich dann auch nicht. Ja. Und sie hat mir einfach nicht geglaubt. Und das habe ich oft gehört, dass sie ein total lieber, ein total netter ist. Ja, und dann hat sie ihn sogar noch reingelassen. Also sie hat mir eigentlich praktisch noch geraten, wieder mit ihm nach oben zu gehen und guck mal, tut ihm jetzt leid, hast du das bestimmt ein bisschen missverstanden, ein bisschen überbewertet. Sie hat mir nicht geholfen, sie ist mir total in den Rücken gefallen, hat mich zu ihm nach oben geschickt. Also unglaublich eigentlich, unglaublich. Aber es zeigt auch, wie gut sich diese Menschen nach außen präsentieren können. Und ich weiß auch bis zum heutigen Tag in der Nachbarschaft, da ja, wenn er da noch wohnt, keine Ahnung, tippe ich aber mal. Für die bin ich alle die Verrückte und ich brauche da gar nicht ankommen. Ich bräuchte gar nicht versuchen, auch nur einem von ihnen die Wahrheit zu erzählen. Das habe ich übrigens auch noch versucht, als ich letzten Endes ganz von ihm weg war. Und das ist sowas von nach hinten losgegangen. Also noch mehr nach hinten los gehen konnte es eigentlich schon auch gar nicht mehr. Das war auch richtig heftig. Da war dann eine andere Frau, die mit ihrem ja, Freund dort wohnte, auch unter uns in derselben Wohnung. Die eine war weggezogen und sie kam. Und ich habe der die ganze Geschichte erzählt, mit allem, was vorgefallen war, beziehungsweise geschrieben. Und ihr einziger Kommentar war: Und? Warum bist du gegangen? Also so richtig kaltschnäuziger geht schon gar nicht mehr, ja. Aus heutiger Sicht habe ich so einen Hals auf die, na, ich spare mir jetzt mal einen Begriff, so einen Hals. Aber auch da habe ich wieder gesehen, er hat sich schön als das Opfer hingestellt, der arme Kerl, der verlassen wurde. Ja, da brauchte ich es auch erst bei anderen Leuten gar nicht probieren, das richtig zu stellen. Das wird eh nichts bringen. Klar bin ich natürlich auch ein bisschen dran schuld. Ich habe ja auch, während das so war, immer schön meinen Mund gehalten. Auch als man mich mal ein bisschen drauf angesprochen hat, habe ich das abgewiegelt. Er wollte mir nicht die Blöße geben. Ich hatte aber auch Angst. Also es ist wirklich, wirklich schwierig, teilweise, wie diese Menschen das Umfeld täuschen. Und weil sie so schön täuschen, kommen dann genau die noch, wenn du schon mal die Überlegung hast, wegzugehen und wollen dich dann wieder zurückbugsieren. Das ist eigentlich echt unglaublich. Ja, was ich jetzt noch abschließend zu der Nachbarschaft hinzufügen muss, aber auch ist, ich habe, bevor ich gegangen bin, einen Brief geschrieben, der natürlich sehr freundlich war, wo dann drin stand, dass ich ja weiß, er hat sich verbessert, aber ich muss ihn trotzdem verlassen. Also ich habe ihn sehr gut dastehen lassen. Nicht, weil das so gewesen ist, sondern ganz logisch. Ich wollte meine Ruhe haben. Ich schreibe doch nicht da rein, wie die Wahrheit ist und habe ihn dann wieder am Hals, weil das er einen nicht einfach gehen lässt, das habe ich ja nur schon ein paar Mal erlebt. Ja? Der ist nicht so ein Typ, wo man einfach sagt, ach ja, wir beenden mal die Beziehung. Ja? Da kam dann irgendwie, dann kommen dann Sprüche wie, du weißt ja gar nicht, was du willst. Ich weiß, was gut für dich ist. Du liebst mich doch. Ich weiß, dass du mich liebst. Und das erzählt er dann voller Inbrunst. Ja? Ich weiß, dass du mich liebst. Nur du weißt es halt nicht. Aber du wirst es schon noch merken. Also überhaupt schon die Frechheit, das ist schon bodenlos. Aber es gehören zwei dazu. Ich habe es mir auch bieten lassen. Ja. A, warum habe ich mir das eigentlich bieten lassen? Ich habe schon mal gesagt, ich hatte überhaupt kein Selbstwertgefühl. Ein Selbstbewusstsein in gewissen Punkt schon. Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl sind nämlich zwei verschiedene Dinge. Selbstbewusstsein heißt, du bist dir deiner selbst bewusst. Du weißt zum Beispiel, du kannst gut kochen, du kannst gut backen, du kannst irgendwas ganz besonders gut, bist gut in deinem Job, was weiß ich auch immer. Na, da bist du selbstbewusst. Das heißt aber noch lange nicht, dass du weißt, dass du auch ein wertvoller Mensch bist. Das ist Selbstwert.
Also da ist ein Unterschied zwischen den zwei Dingen. Und ein Selbstwertgefühl, das hatte ich gar nie. Also das war bei mir sowas von im Keller. Ich habe eigentlich immer andere schon als wertvoller angesehen als mich selbst. Und da kann man natürlich schön drauf drücken und ne, das geht ganz wunderbar. Und ich glaube, dass du wahrscheinlich auch nicht so ein ganz tolles Selbstwertgefühl hast, weil ich denke, ein Mensch, der ein totales Selbstwertgefühl hat, Selbstwert, von Anfang an schon sagen würde, hör mal, Junge oder Mädel, so läuft das hier nicht, geh mal ganz schnell laufen. Ne? Und das Selbstwertgefühl, das ist so ein Wunderpunkt und das ist auch so das, wo die dann einhaken können. Die haben irgendwie einen siebten Sinn, ja, dafür, für die Menschen, die kein Selbstwertgefühl haben. Und Menschen ohne Selbstwertgefühl kann man manipulieren, mit denen kann man richtig gut umspringen, wenn man das nur richtig gut anstellt. Und richtig gut anstellt ist immer das, ist wie bei Drogen, bei Zigaretten, bei Sekten, wenn man irgendjemanden für was begeistern will, ja, das heißt begeistern, wenn man jemanden süchtig machen will, dann gibt man ihm erstmal. Das Erste ist, du bekommst. Und ich habe auch bekommen am Anfang Geschenke, Komplimente. Man bekommt eigentlich das, wonach man sich so sehnt. Erstmal. Und das bekommt man ziemlich heftig in einer ziemlichen Überdosierung. Eine normale Beziehung, oder ist ja mal normal. Normal ist so ein Wort. Gesunde Beziehung, also wo einer den anderen nicht misshandelt. Die ist ja eher so, dass alles langsam angeht. Schwebt zwar schon auf Wolke 7, ganz klar. Wenn man verliebt ist, ist auch das Denken so ein bisschen vernebelt, kennen wir alle. Aber eben trotzdem geht man das langsam an. Ne? Man sagt jetzt nicht gleich, oh, nächsten Monat wollen wir heiraten. So nun auch nicht. Egal wie verliebt man ist. Es geht langsam, man trifft sich mal, man lernt sich erst mal kennen und das Kennenlernen dauert auch. Und ja, so diese erste Euphorie, dieses Verliebtsein ist ja auch noch gar keine Liebe. Eine Liebe muss sich aufbauen über Jahre. Es wird oft verwechselt. Ich habe das auch immer verwechselt in meinem Leben. Ich habe Verliebtsein mit Liebe verwechselt, gebe ich ganz ehrlich zu, weil das Gefühl so heftig war, so, ja. Das Gehirn schickt ja dann auch, keine Ahnung, habe ich mal gelesen, alle möglichen Botenstoffe. Das ist auch wie auf Droge. So. Und wenn dann jemand kommt und du hast schon kein Selbstwertgefühl und der füttert dich noch genau in deine Wunde rein, genau das, worauf du Hunger hast, genau das hat er jetzt für dich zu essen. Und wenn man sagt, oh, du bist die schönste, beste, klügste, was weiß ich auch immer, was du alles bist. Heb dich in den Himmel auf den Podest. Du bist seine Göttin oder sein Gott. Du bist, boah, bist du toll. So, und mach dir dann Geschenke. Natürlich nicht irgendwelche Geschenke, sondern er versucht schon herauszufinden, womit er dich wirklich erfreuen kann, ja? Es ist, du wirst bombardiert mit Aufmerksamkeit. Das nennt man auch Love Bombing. Also mit Liebe bombardieren, das wird auch Sekten gerne angewandt. Ja, das heißt, das sind Menschen, die bombardiert werden können, du und ich. Die sehnen sich halt nach Aufmerksamkeit. Ne? Und wenn dann einer kommt, stell dich auf den Podest, du bist die Königin, der König, mein Adonis oder meine Venus. Ist das toll? Das ist total toll. Und bei null Selbstwertgefühl oder sag ich mal ganz wenig, ist das noch viel wirkungsvoller. Und das ist, denke ich mal, so wie wenn du, weiß nicht, ob du mal geraucht hast. Ich habe mal geraucht. Ich war immer ganz süchtig nach Zigaretten und das bin ich Gott sei Dank nicht mehr. Aber die erste Zigarette oder die ersten Zigaretten, ja, da ist ja was, dass du das wieder haben willst. Sonst würdest du es ja nicht wieder machen. Oder ich weiß nicht, von anderen Drogen wurde ich Gott sei Dank verschont. Bin ich froh. Ich kann ja auch nicht alles mitnehmen an Katastrophen, was das gibt. Ja. Aber vielleicht hast du Erfahrung mal mit einer Drogensucht gemacht. Ich weiß es nicht. Und ja, warum wird man nach überhaupt irgendwas süchtig? Süchtig. Weil dir das etwas gibt, das füllt eine Lücke in dir drin. Und ich glaube, eine Lücke haben wir. Ja, irgendwo eine Lücke hast du und ich entweder in deinem Selbstwertgefühl, in deinem Herzen. Da ist eine Lücke, da ist ein Loch. Das möchte gerne gefüllt werden. Und dann kommt jemand und füllt dir das und überfüllt dir das noch. Na, du hast so, wie wenn du Durst hast. Du bist richtig durstig. Weißt du, wenn du mal richtig durstig warst,
Aber richtig durstig. Meistens als Kind hatten wir das, dass wir dann richtig durstig waren. Und dann auf einmal gibt es was zu trinken. Boah, das ist so ein tolles Gefühl. Wahnsinn. Also wie man sich dann an sowas erfreuen kann, ne? Und ja, das ist, glaube ich, auch der Unterschied, wo man schon am Anfang sehen kann, dieses Intensive. Eine gesunde Beziehung, die baut sich langsam auf. Ja? Da zieht man nicht gleich ein. Langsam. Da ist man natürlich gerne mit dem anderen zusammen, aber das ist nicht so intensiv. Und diese Beziehungen, diese zerstörerischen Beziehungen, diese destruktiven, diese Misshandlungsbeziehungen, die sind eben das Gegenteil. Da ist richtig Vollgas wie auf einer Autobahn. Na? Richtig volle Kanne, drück 180, 200, was gibt die Karre her? Drück voll drauf. Und daran kann man das eigentlich schon am Anfang recht gut sehen, wenn man das weiß. Also jemand, der sich rund um die Uhr mit dir treffen will, ganz zu Anfang, am besten schon gleich plant, wie viele Kinder ihr habt, der wäre ich ein bisschen vorsichtig, ne? Also wenn er das auch ernst meint, klar, man kann mal Spaß machen, aber wenn er das ernst meint, Muttersee, da wäre ich jetzt ganz, ganz vorsichtig. Also übermäßig auch. Oder auch, wie ich gesagt habe, dieses Ausfragen, aber von sich selbst nichts wirklich zu erzählen. Und das ist auch was, was mir aufgefallen ist. So eine richtige Nähe, die gab es eigentlich nicht. Also wenn überhaupt mal was an wichtigen Informationen über ihn selbst er mir erzählt hat, das war so sporadisch und eigentlich weiß ich bis heute gar nicht so wirklich, wer er eigentlich ist. Das hat er mal ganz gut verborgen. Also er hat gut zugehört, natürlich, damit er weiß, was er gegen mich verwenden kann, wie er mich zu handhaben hat, wie er mich am besten manipulieren kann. Da hat er gut zugehört und gelernt. Ich habe das als Interesse aufgefasst. Dabei war das kein Interesse. Es war höchstens ein Interesse, wie er sich mir zu Willen machen kann, ja, am besten, wie er agieren kann. Aber er selber hat eben ja nichts groß von sich preisgegeben. Nichts wirklich Wichtiges, wenn dann so Oberflächliches. Das ist auch sehr interessant. Das heißt, eine richtige Nähe gab es gar nicht. Und mit richtiger Nähe meine ich nicht, wenn ihr euch da im Bett vergnügt, wie auch immer ihr euch im Bett vergnügt oder eben nicht vergnügt. Das ist keine wirkliche Nähe. Eine wirkliche Nähe entsteht auch durch Vertrauen. Und Vertrauen baut man langsam auf. Langsam. Und da gibt auch jeder was von sich, ja. Das heißt, ich erzähle dir zum Beispiel was und du erzählst mir aber auch was. Und nicht nur, was du heute gemacht hast, sondern ja, ich erzähle dir was Tiefgehendes und du vertraust mir was an. Vertrauen ist gegenseitig. Vertrauen ist nicht wie beim Psychologen, der eine erzählt und der andere hört zu. Ja, Psychologe ist ein Beruf, Gott sei Dank gibt es die. Aber in einer Beziehung, da sollte das gegenseitig sein. Da solltest du nicht, ja, das haben wie beim Psychologen. Dass nur du erzählst und er zuhört oder ab und zu mal kurz und irgendwas aufschreibt. Gute Psychologen sagen ja zwischendurch auch mal was Gutes zu dir. Aber du weißt, glaube ich, jetzt, worauf ich hinaus will. Also ich denke mal, wenn du mal drüber nachdenkst, was weißt du eigentlich von ihm so wirklich? Gut, vielleicht hat er dir erzählt, er hat eine schlechte Kindheit gehabt, dass aber dann, denke ich mal, oder seine Exen oder ihre Exen waren ja alle so schrecklich, waren alle schlimm. Deswegen natürlich bemühst du dich. Du willst besser sein als all die, ja? Oder er hat eine schlechte Kindheit gehabt. Das erzählt er dir nicht ohne Grund. Das erzählt er dir auch teilweise, um dich zu manipulieren. Dass du Rücksicht nimmst. Ja? Dass du dann auch mal ein Auge zukneifst, wenn er was macht, ihm schneller vergibst. Das ist also zur Manipulation. Also wirklich von sich was zu erzählen. Das macht man nicht nur, wenn man den anderen jetzt richtig verletzt hat, um da mal für sich ja was rauszuholen, sondern irgendwie auf eine andere Art. Ich kann dir das nicht wiedergeben, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Überleg dir mal, was weißt du eigentlich von ihm wirklich? Ich zumindest kann behaupten, ich weiß von ihm nicht viel. Und wenn ich meine ganzen Beziehungen mal durchgehe, war meistens ich diejenige, die erzählt hat. Ja, mein Gegenüber nicht so unbedingt. Und wenn dann nur so sporadisch, so kleine Sachen.
Auf jeden Fall nichts, was ich gegen ihn hätte verwenden können. Nicht, dass ich das täte. Das macht nur ein Arschloch. Aber die haben das schon vorgebeugt. Na, nach dem Motto, was sie selber tun, sollst du gefälligst nicht tun können. Mal davon abgesehen, dass du das wahrscheinlich auch nicht tun würdest. Ja, das nur mal vorweg. Das sind so Sachen, wo ich sage, warum ich jetzt mal auf ihn reingefallen bin. Und wonach ich auch süchtig bin. Oder ja, war. Nach dieser Aufmerksamkeit, nach dieser Liebe. Natürlich verzehren wir uns alle danach. Wer will nicht geliebt werden? Wer will nicht Aufmerksamkeit haben? Die Sache hat aber auch einen Haken. Sag ich mal, wenn dich einer auf den Podest stellt und dich idealisiert und dich womöglicherweise sogar tatsächlich so sieht und du kannst dem nicht entsprechen und kein Mensch ist perfekt, kein Mensch kann einem Ideal entsprechen. Ja, egal wie sehr du dir Mühe gibst. Dann ist eigentlich relativ klar, dass der andere relativ schnell enttäuscht sein wird. Und diese Menschen, wenn die enttäuscht sind, ja, und also auch sogar noch meinen, sie sind auf dich hereingefallen, das kann dann übel werden. Ja, die reagieren dann halt nicht, wie jetzt, sage ich mal, ein gesunder Mensch sagen würde, okay, das sind deine Schwächen, weil ja jeder Mensch Schwäche hat, das sind meine. Dann versucht man Kompromisse zu finden, sondern der Mensch macht dich nieder. Der kranke Mensch macht dich nieder. Der macht dich fertig. Weil der hat irgendwie eine, ja, komplett andere Wahrnehmung. Und die will er dir auch aufdrücken. Und da verdreht er dir dann halt auch deine eigenen Worte im Mund. Er macht dich verrückt, indem er Sachen abstreitet, wo du genau weißt, dass er die gesagt hat. Und umgekehrt, ja, er dichtet dir Dinge an, die du gar nicht gesagt hast. Das ist krass. Wenn ich mal überlege mit dem Wecken immer. Er hatte ja Nachtschicht, habe ich erwähnt. Und ja, dann wollte er mal geweckt werden oder mal nicht geweckt werden. Dann habe ich ihn geweckt und dann hat er behauptet, also wo er am Tag zuvor gesagt hat, weck mich zum Beispiel um, weiß ich, um 1 oder um 12. Und dann habe ich das gemacht und dann maulte er mich an. Wieso lässt du mich nicht schlafen? Gönnst du mir den Schlaf nicht? Oder ich habe ihn nicht geweckt. Sagte, wieso weckst du mich nicht? Ich habe dir doch gesagt, du sollst mich wecken. Also er behauptet dann ganz steif und fest genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich gesagt hat. Ja, ne? Was soll das? Fragt man sich jetzt, was soll das? Aber das Problem ist, egal wie sehr du sagst, du hast doch gesagt, das lässt er nicht gelten. Ja, und er hat mich dann versucht, als krank darzustellen. Ich bin diejenige, die irgendwie, ja, ein Ding an der Birne hat. Also die da nicht mehr weiß, was geredet wurde. Und das sind so viele kleine Sachen. Das nennt man auch, habe ich in einem Buch gefunden, ist ganz interessant, Crazy Making, verrückt machen. Also das gibt es tatsächlich, geht nicht nur mir so, war ich echt erstaunt. Dachte ich, hä? Ist bei anderen auch so? Krass, interessant. Du sollst verrückt gemacht werden. Ja, du sollst an dir selber zweifeln. Also ist schon übel. Ja, und das waren alles so Sachen, warum ich natürlich Opfer war, warum ich immer wieder zurückging. Nun war aber, wie ich erzählt habe in der letzten Folge, irgendwann das Maß für mich dann auch richtig voll. Also ich hatte dann auch irgendwann richtig Angst. Er hat mich wirklich, ja, er hat mich nicht rauslassen wollen. Und als ich gehen wollte, hat er mir dann halt den Arm umgedreht. Das hat mich beängstigt. Ich wusste auch, ist jetzt egal, ob meine Mutter kommt oder nicht. Ich wollte das ja erst abwarten. Aber ich konnte nicht mehr. Ich war nur noch voller Angst. Ich wusste, ich muss weg. Und dann hatte ich die Telefonnummer angerufen, also die Telefonnummer, die ja unten im Video sind. Und die Frau hatte mich dann vermittelt. Also als ich mich entschieden hatte, vermittelt und hatte mir die Telefonnummer von einem Frauenhaus in der Nähe gegeben. Ja. Und als ich da angerufen habe, ehrlich, meine Hände haben gezittert. Ich war fix und foxy. Ich hatte so eine Angst.
aber ich habe es getan. Und dann eine Zeit vereinbart und hat das eigentlich auch sehr gut geplant. Dann bin ich dann abends und ich hatte tierisch Angst, weil die andere Frau noch unten wohnt. Ich hatte Angst, dass mich hier verpetzt. Ich bin dann mit meinem Gepäck, mit dem gesamten Gepäck, den Berg runter. Wir wohnten auf so einem Abhang zur Bahn. Und ich werde nie vergessen, wie mein Herz geklopft hat. Ich habe versucht, alles, was mir irgendwie wichtig ist, mitzunehmen, weil ich wusste nicht, ob da mir nochmal irgendwas gibt. Ja, ich hatte einfach richtig, richtig Angst. Die Schweißausbrüche, mein Herz hat geklopft wie wild. Und ich habe immer nur gedacht, lieber Gott, bitte lass keinen mich sehen. Ja, ich hatte riesengroße Angst. Als ich am Bahnhof war, habe ich dann ein Ticket gezogen. Und habe mich wieder im Schatten versucht zu verstecken. Und als der Zug dann endlich einfuhr, das kam mir wie Ewigkeiten vor, weil das Bahngleis, da konnte mir man auch so richtig schön das übersehen, überschauen. Das war recht leer. Und dann als der Zug kam, bin ich nur noch reingesprungen. Und aber auch als ich drin saß, ich hatte nur Angst. Ich hatte Angst, dass mich jetzt jemand im Zug gesehen hat, dass der dann kommen würde und die Bahnhöfe abfahren würde. Es ist war unbeschreiblich. Ja, irgendwann bin ich dann ausgestiegen und dann hat mich eine Frau, die schon in dem Frauenhaus wohnte, dort abgeholt am Bahnhof. Und dann sind wir zu dem Frauenhaus gegangen. Ich habe eigentlich nur gezittert. Gezittert, gezittert, gezittert. Das war dann ein Mehrbettzimmer. Ja, sie hat mir grob das Gröbste erklärt, aber da abends war jetzt auch keiner mehr groß von den Betreuern da. Man ist ja nicht rund um die Uhr betreut. Meistens sind die tagsüber da. Ja, und am nächsten Tag hatte ich dann ein Gespräch mit den wirklich sehr netten Frauen. Die waren so nett, als sie dann kamen. Also wirklich unbeschreiblich nett. Da hätte ich schon fast anfangen können zu heulen, so nett waren die. Das war ich gar nicht gewohnt, dass mir jemand so nett ist. Das Problem, was es aber gab, war, dass dann etwas später das Telefon klingelte. Und wer rief an? Nicht etwa er, nein, die Alte von unten. Die half ihm dann auch noch. Nicht nur, dass sie mir schon damals ins Kreuz gesprungen war, als ich sie um Hilfe bat. Nein. Jetzt hatte sie von sich aus, war sie auf die Idee gekommen, dass ich ja dann nur in einem Frauenhaus wahrscheinlich sein kann. Und ja, rief der Sturm an. Das war wirklich abartig. Ich glaube, die muss auch richtig ein Ding an der Waffel haben. Also heute, wenn ich wie gesagt darüber nachdenke, kriege ich so einen Hals. So einen Hals. Aber damals hatte ich einfach nur Angst. War auch kurz vor meinem Geburtstag. Ja, das war bitter. Ich kann gar nicht beschreiben, wie es ist, wenn jemand nur Angst hat. Ja, aber ich war zu nichts gebrauchen. Ich war immer nur am Zittern. Auch als ich bei ihm gewohnt habe, habe ich immer versucht, das Zittern meiner Hände zu verstecken. Indem ich dann irgendwas gemacht habe, damit er das nicht sieht. Ich hatte teilweise auch so einen Tick, wie so Zuckungen immer gehabt an den Augen, so im Gesicht, so von alleine zuckte das und so. Kann ich gar nichts nachmachen. Das war alles Stress. Und ja, als dann mein Geburtstag kam, war der dann besonders traurig. Es war der schlimmste Geburtstag in meinem Leben. Und er war sehr einsam. Diese Frau rief an, nonstop, Sturm an, im Frauenhaus. Ich hatte wahnsinnige Angst,
rauszugehen. Ich hatte auch ein Zimmer im Erdgeschoss bekommen. Ich hatte immer Angst, dass der vor dem Zimmer steht. Ich hatte immer Angst, dass einer rausfindet, er oder sie. Ja, gerade sie ist eine Frau, wo das ist. Ich bin dann trotzdem mal kurz in die Stadt gegangen, weil ich wollte mir ein Buch bestellen. Und da war es auch so, da muss man sich auch selber Essen kaufen. Also ich musste raus, ob ich wollte oder nicht. Und dann habe ich sie gesehen. Die war dann auch noch in dem Ort. Ich habe die gesehen, ich bin nur noch gerannt. Und den Rest des Tages lag ich an meinem Bett und hatte einfach Angst. Na, wie ich gesagt habe, das war der schlimmste und der traurigste Geburtstag in meinem Leben. Meine Stiefmutter hatte mir dann noch Geld überwiesen. Und mein damals bester Freund auch. 200 Euro waren das. Also jeweils sie 100 und er 100. Ja, dann durfte ich die etwas später aber auch wieder abgezogen kriegen, weil wenn du dann Grundsicherung beantragst, darfst du das leider nicht haben. Dachte ich auch super, das auch noch. Ich war sehr, sehr traurig, sehr, sehr bedient. Und die Angst war noch immer da. Die war richtig schlimm. Die Mitarbeiterin von dem Frauenhaus haben mir dann auch geraten, in ein anderes Frauenhaus zu gehen. Also sehr weit weg. Weil die hatten Angst um meine Sicherheit. Jetzt hatte mich die schon gesehen in der Stadt. Und wahrscheinlich wird das auch nicht lange dauern, bis der dann vor der Tür gestanden hätte. Also musste ich weg. Fand ich sehr traurig, weil ich fand die da richtig nett. Und dann hatten wir telefoniert. Und ein Frauenhaus war dann am Bodensee. Das ist sehr weit weg. Und ja, die Frau, die war da wirklich sehr unfreundlich. Die hat mir auch gleich gesagt am Telefon, hier gibt es keine Wohnungen, bla 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 und so weiter und so fort. Das war dann die nächste Katastrophe für mich. Ich musste da weg und da waren die Betreuer nicht mehr so nett, kam, dachte ich. Später, als ich mit der mal gesprochen habe, meinte sie, sie wollte mich nur von einer Enttäuschung bewahren. Nämlich, dass es da keine Wohnungen gibt, was auch tatsächlich so ist. Also für, es ist wirklich fast unmöglich, dort eine Wohnung zu bekommen. Sozialer Wohnungsbau. Das ist Wahnsinn. Trotz allem wusste ich aber, dass ich nicht zurück will zu ihm. Ja, trotzdem ich eine Wahnsinnsangst hatte. Das werde ich wirklich nie vergessen. Das war sehr schlimm für mich. Ich habe dann noch etwas Geld bekommen von den Betreuerinnen dort. Das fand ich auch nett, hat mich berührt. Ein paar Klamotten, bei mir war kalt. Mir war einmal kalt. Das war bei der Stress. Ja, und dann habe ich mich in den Zug gesetzt und bin nach Radolfzell gefahren. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Ich hatte keine Ahnung, was mit meinen Sachen ist, ob ich die jemals wiedersehe. Keine Ahnung, ob er mich findet. Aber eins wusste ich. Ich wollte keine Angst mehr haben. Endlich keine Angst mehr haben. Deswegen habe ich den Schritt gemacht. Ja. Und beim nächsten Mal erzähle ich dir, wie es weiterging von Radolfzell, weil sonst wird einfach der Beitrag zu lang. Vieles mag noch ein bisschen wirr klingen für dich. Kann ich verstehen. Ist auch für mich in meinem Kopf noch ein bisschen wirr. Ich habe noch nicht alles so ganz gut verstanden. Ich gebe mir aber Mühe. Und bevor ich das zu Ende oder versuche noch weiter zu erzählen, möchte ich trotz allem versuchen, so gut es geht, dir das eine oder andere von dem, was ich heute weiß, mitzugeben, zum drüber nachdenken. Die Reihe ist mir echt wichtig. Es ist jetzt nichts Professionelles wie im Fernsehen. Ich
war nie groß, ich bin kein Fernsehprofi, ich bin auch kein Medienprofi. Ja, ich bin kein Bestseller-Autor. Ich bin ein ganz normaler Mensch, niemand Besonderes. Ja, ein ganz normaler Mensch, wie du auch. Ich versuche halt irgendwie, ja, dir ein bisschen zu helfen bei dem Chaos im Kopf, weil ich hatte Chaos im Kopf. Und ich versuche das zu geben, was ich mir gewünscht hätte. Ich hätte mir jemanden gewünscht, der mir diese Dinge erzählt. Selbst wenn es Wirrwarr ein bisschen gewesen wäre, aber das hätte ich mir einfach gewünscht. Und weil ich mir das so sehr gewünscht hätte, es aber niemanden gab, mache ich das jetzt für dich. Nicht so anonym, sondern wirklich, mich gibt's in echt. Das siehst du ja auch. Ich meine, eine professionelle Sendung sieht anders aus. Wird auch jemand anders anfangen. Oder erklären. Aber eben. Ich möchte für dich jemand sein, den ich mir gewünscht hätte. Ja, jemand, der mir das, seine Geschichte erzählt. Was du machst, ist letzten Endes deine Entscheidung. Die kann dir keiner abnehmen. Aber ich fand es damals hilfreich, als ich zumindest im Internet mal ein bisschen gelesen habe von anderen Frauen. Das hat mir echt was gebracht. Das hat mir eigentlich letzten Endes auch den entscheidenden Schub gebracht, in dieses Frauenhaus zu gehen. Ja, das auch, was die andere Frau da an dem Telefon sagte. Also die sind da wirklich nett. Ich kann dir das nur empfehlen, da anzurufen. Und da brauchst du keine Angst haben. Die rufen dich nicht zurück und informieren ihn oder sie, ja. Das ist wirklich anonym. Da ruft dich keiner zurück, egal was du denen erzählst. Also, falls du jetzt diese Angst hast, ja, nach dem Motto, oh, wenn ich denen das erzähle, vielleicht kriege ich dann Ärger oder die. Ne? Nein, nein. Ist anonym. Ist wirklich anonym. Mach dir keine Sorgen. Alles, was du da erzählst, bleibt auch da. Ich kann dir das wirklich nur empfehlen. Das sind ganz, ganz liebe Menschen. Ehrlich. Also, als ich die Frau am Telefon hatte, ich hätte heulen können, so lieb war die. Ich war das gar nicht mehr gewohnt, dass jemand so lieb zu mir ist. Besonders nicht nach diesen Attacken und der ständigen Angst und des Runtermachens. Das ist ja noch sowas. Am Anfang wirst du in den Himmel gehoben und wenn du das dann nicht sein kannst, wirst du abgewertet. Bist dann selbst der Rest Selbstwert, den du noch hast und vielleicht sogar dein Selbstbewusstsein wirklich im Keller ist. Und je mehr das im Keller ist, desto besser bist du zu manipulieren. Das ist halt das äußerst Gemeine daran. Ja. Die Reihe wird auf jeden Fall weitergehen und noch einige Folgen haben. Ich hoffe, dass ich dir, ja, wenigstens mit irgendwas ein bisschen weiterhelfen konnte. Vielleicht ein bisschen Klarheit reinbringen. Aber das ist schwer. Und wenn du kaum klaren Gedanken fassen kannst, tröste dich, das konnte ich auch nicht. Aber was du vielleicht machen könntest, wie ich es auch gemacht habe, wenn du ein sicheres Versteck hast, schreib Tagebuch und versteck das dann aber. Und dann, wenn du es dir immer wieder mal durchliest, kriegst du vielleicht eher einen freien Kopf oder halt, wenn du mit diesen netten Personen am Telefon sprichst oder auch in so einem Forum schreibst. Also es ist schon wichtig, dass du irgendwie das mal für dich sortieren kannst. Und das geht ganz gut mit Schreiben oder halt mal drüber reden. Okay, dann freue ich mich schon auf das nächste Mal, wenn du mir wieder zuschaust und ja, wünsche dir bis dahin alles Gute von Herzen.